Tag zusammen. In diesem Blog kümmern wir uns um Transformationen und da geht es im Endeffekt darum, wie positioniere ich meine Objekte in der Szene, wie richte ich sie aus, mache ich sie größer, mache ich sie kleiner, mache ich sie irgendwie schief. Das gucken wir uns in diesem Video mathematisch an. Das wird nachher sicherlich aber auch eine Rolle spielen, wenn wir die Kamera positionieren, aber das kommt später. Fangen wir vorne an. Wenn wir Objekte verschieben wollen, was bedeutet das? Starten wir mit diesem Quadrat. Verschiebung, relativ einfach, bewegt sich das Quadrat hierhin. In Fachsprache nennt sich die Verschiebung Translation und die sollten wir uns mathematisch angucken. Die Verschiebung lässt sich relativ simpel grafisch herleiten. Die Formel, die dahinter steckt. Nehmen wir einfach mal einen Punkt, den hier, V0. Wo liegt der? Irgendwo in unserem zweidimensionalen Raum. Klar, ich habe mal auf dem Blatt Papier gemalt. Dass es jetzt 2D ist, tut nichts zur Sache. Das funktioniert ganz genauso nachher auch in 3D. Aber fangen wir in 2D einfach mal an. Was brauchen wir dafür, damit wir sagen können, wo der liegt? Wir brauchen irgendwo einen Koordinatenursprung. Hier malen wir den mal hin. Machen wir den mal so ein bisschen dicker. Das ist das. Und damit wir uns irgendwie darüber unterhalten können, dass der in einer X-Position und einer Y-Position liegt, brauchen wir neben dem Ursprung, an dem sicherlich alles 0 ist, auch eine X- und eine Y-Achse. Die X-Achse, handelsüblich, malen wir die nach rechts. Die ist das, das ist unsere X-Achse. Und die Y-Achse malen wir nach oben. Und damit geben wir an, in welche Richtung x größer wird, in welche Richtung y größer wird. Und wenn wir das benutzen und einfach ein Lineal dran halten, dann sehen wir relativ einfach, V0 befindet sich an x gleich 2 und an y gleich 1. Zumindest wenn wir das so zeichnen, wie wir das hier gemacht haben, für diesen Punkt, den wir eben an die Stelle 2 in x und y gleich 1 hingemalt haben. Den wollen wir verschieben, zum Beispiel hierhin. Und nach der Verschiebung oder der Translation erhalten wir unseren neuen Punkt, den verschobenen Punkt V0'. Wie kommen wir dahin? Während der Verschiebung bewegt sich dieser Punkt entlang eines Pfades hier oben hin. Wenn wir da eine Pfeilspitze dran malen, haben wir eigentlich so etwas wie einen Verschiebungsvektor. Das haben Sie hoffentlich schon mal gesehen. Diesen Verschiebungsvektor können wir auch wieder ausmessen, genauso wie wir den Punkt V0 ausgemessen haben, können wir für den Verschiebungsvektor herausfinden, dass der eine Translation, eine Verschiebung in x-Richtung durchführt um 2 und eine Verschiebung in y-Richtung um 1. Und wenn wir das machen, kommen wir mit unserem verschobenen Punkt, brauchen wir auch wieder einfach nur das Lineal anzulegen, an x' gleich 4 und y' gleich 2. Und da ist die Rechnung, die wir machen müssen, glaube ich, relativ schnell klar. Wir kommen auf unser x', indem wir beim x loslaufen und einfach das tx addieren. Und wir kommen auf unser y', indem wir beim y loslaufen und das ty addieren. Und da können wir jetzt tatsächlich nutzen, dass wir Vektoren zur Verfügung haben, genauso wie dieser rote Pfeil ja auch schon ein Verschiebungsvektor war, können wir das Ganze in Ortsvektoren plus den Verschiebungsvektor eben angeben. Wir nehmen unseren Ortsvektor, wenn wir da ganz genau sind, oder einfach wir nehmen, etwas salopper gesprochen, unseren Punkt V0, drücken den als Ortsvektor aus, addieren da unseren Verschiebungsvektor und kriegen unseren verschobenen Punkt raus. Ausgedrückt als Ortsvektor, aber das tut hier an der Stelle eigentlich nichts zur Sache. Wie gesagt, Verschiebung ist Startpunkt plus Verschiebungsvektor gleich verschobener Punkt. Mein transformierter Vertex, mein verschobener Vertex, egal welcher das ist, der hier, der hier oder der hier, berechnet sich aus dem Startvertex, also einer von denen hier, plus der Translation. Relativ simpel. Wie sieht es bei der Skalierung aus?
Was ist die Skalierung überhaupt und was sehe ich hier? Ich sehe hier wieder das Quadrat vom Anfang. Das ist das Beispiel, was wir hier immer wieder verwenden. Wichtig bei der Skalierung wird allerdings auch hier in der Mitte der Koordinatenursprung. Das ist der Nullpunkt meines Koordinatensystems und in diesem Beispiel ist mein Objekt symmetrisch zum Ursprung. Liegt genau auf dem Ursprung und befindet sich drumherum. Das muss nicht so sein, aber hier wird das Prinzip relativ gut klar. Wie gesagt, Quadrat, vier Vertices, symmetrisch zum Ursprung. Und da gucken wir uns erstmal an, was es bedeutet, dieses Objekt zu skalieren. Und wir nehmen einen Skalierungsfaktor in diesem Beispiel größer als 1. Das bedeutet, das Objekt wird größer. So sieht es hinterher aus. Und wenn wir da hingucken, sehen wir auch, wie das Objekt größer wird. Und zwar symmetrisch vom Ursprung aus in alle Richtungen. Egal, wohin ich gucke. Das Objekt wird insgesamt größer mit, wenn Sie so wollen, dem Ursprung des Koordinatensystems als zentralen Punkt. Und das sollten wir uns auch wieder mathematisch angucken. Die Skalierung bauen wir uns in 3 Schritten. Fangen wir mit dem ersten an und unterhalten uns einfach nur über Streckenlängen oder Linienlängen, wenn Sie so wollen. Starten wir mit dieser Linie. Wie lang ist die? Genau eine Einheit. Geht ja ein so ein großes Kästchen lang. Wenn wir die jetzt skalieren wollen, können wir da einen Faktor davor schreiben und dann wird die länger, wenn wir einen Faktor größer als 1 haben oder kürzer, wenn wir einen Faktor kleiner als 1 haben. Wir kümmern uns jetzt aber einfach nur mal um Faktoren größer als 1. Da könnten wir einen Faktor von 2 dran schreiben und dann hätten wir diese Strecke. Die hat dann die Länge 2,0 und die ist entstanden, indem ich von hier unten hierhin mit dem Faktor 2 skaliert habe. Nehmen wir jetzt nach wie vor nochmal unsere Ausgangsstrecke und skalieren die mit einem Faktor von 3. Was passiert? Völlig klar. Ich erhalte diese Linie. Wie lang ist die? Auch das gar kein Problem. Die ist 3,0 Einheiten lang. Wie ist das passiert? Ich habe es schon erwähnt, von da nach da. Sind wir mit dem Faktor 3 größer geworden. Und analog wird sich das jetzt verhalten, wenn wir mit dem 0,5er Faktor skalieren, mit dem 0,7er Faktor skalieren. Da kriegen wir unterschiedlich lange Linien, eben abhängig von dem Faktor. Wie kommen wir von da jetzt aber zu Punkten? Ja, eigentlich sind wir schon da. Warum sind wir schon da? Wir sollten uns vielleicht mal den Zahlenstrahl drunter malen. Und dann nehmen wir den hier. In diese Richtung. Was messen wir da drauf aus? Ja, der ist irgendwie geteilt. So ist der geteilt. Und dann starten wir hier bei 0, haben hier die 1, da die 2, die 3, und die 4. Und wenn wir da ein bisschen scharf hinsehen, dann sehen wir, dass diese Linie bei 0 startet, dass diese Linie auch bei 0 startet und dass diese Linie ebenfalls bei 0 startet. Und der Endpunkt ist jeweils unterschiedlich. Der Endpunkt gemessen auf dem Zahlenstrahl unten. Die grüne Linie endet bei 1, die blaue Linie endet bei 2 und die violette Linie endet bei 3. Ups, ich sollte es der Symmetrie halber dahin schreiben. Jetzt könnte man auf die Idee kommen, dass ich bei dieser Skalierung den Endpunkt dieser Linien einfach mit dem Faktor versehe. Ja, ganz so ist es nicht. Ich skaliere beide Punkte mit dem Faktor. Beim Startpunkt merke ich es nur nicht, weil der bei 0 liegt. Und wenn ich mir das so angucke, 0 mal 2 bleibt 0, 0 mal 3 bleibt 0. Das ist jetzt wenig unerwartet. Aber beim Endpunkt wird es eben interessant. Einmal den Faktor 3 komme ich zum Endpunkt 3, einmal den Faktor 2 komme ich zum Endpunkt 2.
Und damit haben wir im Endeffekt direkt schon den zweiten Schritt erschlagen, nämlich Skalierung von Punkten, zumindest in eine Raumrichtung. Und das können wir uns jetzt schon mal zumindest aufschreiben. Die Streckenlängen stehen ja da mit dem Faktor daneben gemalt. Aber wir könnten das schon mal mit den 2D-Punkten machen. Da kriegen wir das nämlich hin, aus meinem Start X einmal ein, hier unten ein violettes X-Strich. Ich male jetzt mal zwei Striche ran. Das war die letzte Linie, die wir gemalt haben. Und hier oben erhalte ich ein X-Strich. Das war das erste. Durch die Skalierung. Wie komme ich da hin? Naja, das kann ich mir relativ einfach ausrechnen. Ich bekomme einen X-Strich, indem ich bei X starte und das Ganze mit dem Skalierungsfaktor multipliziere. Und genauso bekomme ich meinen X-Doppelstrich, das da unten, indem ich das eben mit dem anderen Skalierungsfaktor skaliere. Aber lassen wir es hier jetzt mal mit den Einfachstrichen stehen. Okay, das galt für eine Raumrichtung. Gucken wir uns das Ganze mal für zwei Raumrichtungen an. Damit wir das Ganze zweidimensional machen können, brauchen wir unseren Koordinatenursprung. Wir brauchen eine X-Achse, diese hier. Wir brauchen eine Y-Achse, diese hier. Das hier ist die X-Achse, das ist die Y-Achse. Und am Koordinatenursprung ist alles 0. Und wir brauchen selbstverständlich einen Punkt, den wir skalieren wollen. Diesen hier. Wo befindet er sich? Der befindet sich wie im Translationsbeispiel auch an x gleich 2 und an y gleich 1. Wenn wir den jetzt skalieren wollen mit einem konstanten Faktor, nehmen wir uns einfach die Formel von vorhin, wenden die jetzt nur in 2D an. Was sagte uns diese Formel? Wir haben unser x-Strich bekommen, indem wir das x mit dem Skalierungsfaktor multipliziert haben. Analog übertragen auf 2D bedeutet das natürlich, dass wir das y-Strich aus dem y bekommen und das auch mit dem Skalierungsfaktor multiplizieren. Was wird passieren, wenn wir einen Skalierungsfaktor von 2 anlegen? Kurz mal überlegen, wo landen wir? Naja, wenn wir uns die obere Zeile der Gleichung mal angucken, werden wir x mal Skalierungsfaktor von 2, werden wir sicherlich hier landen, bei einem x' gleich 4. Und y gleich 1 um den Faktor 2 skaliert, werden wir sicherlich bei einem y gleich 2 landen. Eingetragen in die 2D-Koordinaten ist das also unser skalierter Punkt. Und wenn wir den hier v0 nennen, und den V0', dann können wir das Ganze jetzt auch wieder in Vektorschreibweise schreiben. Und ich glaube, auch das ist relativ übersichtlich, dass wir sagen, wir starten mit unserem V0 als Vektor, skalieren den aber nur mit einem Skalar, also einfach nur mit einer Zahl, und kommen auf unser V0' als Vektor geschrieben. Was fällt auf? Nicht nur die x- und die y-Koordinate wird größer. Ups, fällt gerade auf, hier fehlt noch ein Strich. Also nicht nur die x- und die y-Koordinate wird größer, sondern der Abstand zum Ursprung wird ebenfalls größer. Völlig klar, x und y sind ja auch größer geworden. Ist also wenig verwunderlich. Okay, damit kann ich skalieren. Damit kann ich aus einem Quadrat einer bestimmten Größe ein größeres oder ein kleineres Quadrat einer bestimmten Größe machen. Ist es denn zwingend erforderlich, dass mein S lediglich eine einfache Zahl, in Anführungszeichen eine einfache Zahl, also mathematisch gesprochen ein Skalar ist, oder kann ich mir da was anderes überlegen? Etwas anschaulicher, bin ich gezwungen, diesen Faktor, das war jetzt hier der Faktor 2, und diesen Faktor hier
bin ich gezwungen, die beide identisch zu lassen. Kann ich also in x- und in y-Richtung immer nur mit dem gleichen Wert skalieren? Nee, das kann ich nicht. Oder ich bin nicht gezwungen, das zu tun. Ich kann durchaus unterschiedliche Werte nehmen. Und das gucken wir uns als nächstes an. Für den Fall, dass wir in beide Richtungen unterschiedlich skalieren, starten wir jetzt direkt mit der Zeichnung Koordinatensystem mit Ursprung steht drin, Punkt ist bereits eingetragen, ist wieder der gleiche, der steht an x gleich 2, y gleich 1. Wir wollen den jetzt aber folgendermaßen skalieren. Hier in x-Richtung lassen wir wieder den Faktor 2. Wo kommen wir hin? Wir kommen hier hin bei x' gleich 4. In y skalieren wir jetzt aber um den Faktor 3 und werden dann hier bei einem y' gleich 3 landen. Ich trage die Faktoren eben nochmal ein. Wir haben hier einen Faktor 3 und haben hier an dieser Stelle nach wie vor unseren Faktor 2. Das können wir uns fast genauso aufschreiben wie vorhin auch. Wir haben unser x' gleich, ich drehe es jetzt nur einmal um, weil es dann praktischer wird, nachher in die Darstellung zu kommen, wo wir landen werden. Wir haben unser x' als Skalierung in x-Richtung mal unser x, was wir vorher hatten. Und wir bekommen unser y' als Skalierungsfaktor in y-Richtung mal unser y. Also es ist fast noch genau das Gleiche, was vorher auch da stand. Nur jetzt nicht mehr ein einzelnes s, sondern zwei verschiedene, und zwar ein sx und ein sy. Hier oben ist unser v0'. Wir wollen dieses Problem nach wie vor aufschreiben als v0' ist gleich, ich nehme jetzt aber mal ein großes s, das große s kriegt gleich tatsächlich einen anderen Inhalt, aber es soll nach wie vor die Skalierung sein, mal v0. Und da müssen wir jetzt ein ganz kleines bisschen genauer reingucken, was dieses s mal v0 sein soll. Das soll nämlich sein, steht eigentlich darüber, der Vektor sx mal x, sy mal y. Und da ist jetzt die Frage, wie bauen wir den? Und da hoffe ich, dass Sie sich noch an Matrizenrechnung erinnern und wissen, wie man Matrizen und Vektoren multipliziert. Und wenn Sie das wissen, können Sie das, was jetzt hier im Moment steht, auseinanderbauen in Folgendes, in eine Matrix mal einen Vektor. Welchen Vektor nehmen wir? Naja, es steht zwei Zeilen drüber. Das soll der Vektor x und y sein. Und jetzt ist die Frage, wie multipliziert man eine Matrix mit einem Vektor? Etwas allgemeiner gefragt, wie multipliziert man zwei Matrizen miteinander? Und dafür muss man sie nachts tatsächlich wecken können. Das geht immer Zeile mal Spalte. Was bedeutet das Zeile mal Spalte? Ich multipliziere die komplette erste Zeile der Matrix links vom Multiplikationspunkt, mit der kompletten ersten Spalte der Matrix rechts vom Multiplikationspunkt. So, jetzt werden Sie fragen, warum jetzt denn schon wieder Matrix rechts vom Multiplikationspunkt? Man kann sich auf den Standpunkt stellen, dass ein Vektor nichts anderes ist als eine einspaltige Matrix. Und dann funktioniert das Bild wieder. Also, die Elemente der ersten Zeile der Matrix links multipliziere ich mit den Elementen der ersten Spalte der Matrix rechts. Und dann komme ich vielleicht auf den Trichter zu sagen, naja, hier vorne in meiner Matrix habe ich ein Element, noch ein zweites Element, ein drittes Element und ein viertes Element stehen. Und wenn ich die Elemente der ersten Zeile multipliziere mit der ersten Spalte,
dann komme ich drauf, dass das Element links oben mit dem x multipliziert wird und das Element rechts oben mit dem y multipliziert wird. Und was ergibt das? Das ergibt mir das Ergebnis in der ersten Zeile und ersten Spalte meiner Ergebnismatrix. Meine Ergebnismatrix ist jetzt wieder nur ein Vektor, also wieder eine einspaltige Matrix. Und was steht da drin? In der ersten Zeile der einspaltigen Matrix ein Sx mal x. Und da ist die einfachste Frage zu beantworten, wie viele y sind da drin? Genau, 0. Also auf jeden Fall geht in diese erste Zeile des Ergebnisvektors schon mal 0 mal y rein. Wie viele x habe ich da drin? Sxx. Und das gleiche können wir dann für die zweite Zeile der Matrix machen. Da steht im Ergebnis Sy mal y. Wieder die Frage, wie viele x sind da drin? Gar keins. Wie viele y sind da drin? Syy. Und dann haben Sie Ihre Skalierungsmatrix. Das Ganze können wir natürlich dreidimensional schreiben. Und ich glaube, es ist relativ einfach verständlich, dass dann einfach nur hier unten noch der Skalierungsfaktor für die Z-Koordinate dazukommt. Aber auch der befindet sich auf der Hauptdiagonalen der Skalierungsmatrix. Was haben wir noch? Wir können rotieren. Gleiches Beispiel, Quadrat mit 4 Vertices. Auch hier wieder für dieses Beispiel wichtig. Zentral am Koordinatenursprung gelegen. Ist nicht erforderlich für die Rotation. Die Objekte können an beliebigen Positionen liegen. Hier im Beispiel ist es allerdings wichtig für genau das Verhalten, was wir jetzt sehen. Was bedeutet das, wenn wir dieses Quadrat drehen? Gegen den Uhrzeigersinn, mathematisch positiver Drehsinn. Zur Erinnerung, rechte Handregel ergibt Ihnen den mathematisch positiven Drehsinn. Nehmen wir irgendeinen Winkel, drehen das ein bisschen, dann wird das Bildergebnis so aussehen. Sämtliche Vertices bewegen sich auf einer Kreisbahn, dieser hier, und das gilt für alle Vertices des Objekts, hier des Quadrats, und ich erhalte ein rotiertes Objekt. Auch da gucken wir mathematisch rein. Für die Rotation starten wir mit einem Punkt auf der x-Achse, diesem hier. Und damit das nachher alles sichtbar wird, ändern wir auch ein ganz kleines bisschen den Maßstab. Das hier ist tatsächlich die Stelle x gleich 1, auch wenn das jetzt drei Kästchen vom Ursprung entfernt ist. Wir haben einfach nur den Maßstab um den Faktor 3 skaliert. Wenn wir den Punkt, nennen wir ihn ruhig mal V0, rotieren um 45 Grad gegen den Uhrzeigersinn. Warum gegen den Uhrzeigersinn? Rechte Handregel. Sie setzen einfach auf den Ursprung Ihre rechte Hand, Daumen nach oben, Finger so ein ganz kleines bisschen eingekrümmt. Dann sehen Sie direkt vor sich den mathematisch positiven Drehsinn nach der rechten Handregel. Und genau das nutzen wir hier auch. Wir rotieren den um 45 Grad. Wo wird der landen? Nehmen wir uns eine Hilfslinie, damit wir das sauber finden. Wir brauchen diese Rotation. Da geht er hin. An diese Stelle. Da endet die Rotation. Und da landet dann im Endeffekt mein Punkt V0'. Was habe ich gemacht, um dahin zu kommen? Noch mal ein bisschen ergänzt die Zeichnung. Hier habe ich gestartet. An der Stelle ende ich. Und wir reden hier tatsächlich über einen Winkel. Nennen wir ihn mal einfach Phi. Jetzt stellt sich die Frage, an welcher Stelle im Koordinatensystem liegt V0x. Gucken wir es uns an. Wenn wir senkrecht runtermalen, landen wir da. Und wenn wir horizontal die Linie weitermalen, hier stehen wir an diesem Punkt. Das heißt, wir haben ein x und ein y-Strich. Hier haben wir einen x-Strich, hier werden wir nachher einen y-Strich haben. Und da stellt sich die Frage, an welcher Position befindet sich das? Wie kommen wir da
hin? Haben Sie eine Idee? Überlegen Sie mal bitte kurz. Vielleicht kann man es schon sehen. Wir werden uns über Dreiecke unterhalten. Welche Dreiecke brauchen wir? Oder welches Dreieck brauchen wir? Dieses Dreieck hier. Ich habe es jetzt ein bisschen daneben gemalt, damit man es noch sieht. Dieses Dreieck müssen wir auseinandernehmen. Hat das eine besondere Eigenschaft? Es ist rechtwinklig. Und der Vollständigkeit halber, hier an dieser Stelle, befindet sich mein Winkel Phi. Was weiß ich über die einzelnen Seiten? Ja, diese Seite ist mein Y'. Diese Seite ist mein X'. Wie lang ist die verbleibende Seite? Die Hypotenuse. X gleich 1. Das ist ja im Endeffekt dieser Punkt hochrotiert hierhin. Und dieser Punkt hier unten, hier an der Stelle, hat einen Abstand vom Ursprung von genau 1. Dieser rotierte Punkt hier oben hat auch den Abstand 1 zum Ursprung. Und dementsprechend weiß ich, dass die Hypotenuse dieses Ding hier ebenfalls die Länge 1 hat. Also, rechtwinkliges Dreieck mit den Seitenlängen x' und y' als Katheten, der Hypotenuse 1 und einem Winkel Phi, hier in dem Fall 45 Grad. Was kann ich damit anfangen, um x' und y' zu bestimmen? Ja, ich brauche Winkelfunktionen, ich brauche Sinus und Cosinus. Was war das jetzt nochmal? Kennt jemand von Ihnen die Gaga-Hoppel-Hoppel-AG? Wie funktionierte die? Folgendermaßen. Gaga, Hoppel-Hoppel, AG. Und wenn Sie sich da jetzt jeweils Bruchstriche zwischenmalen, dann haben Sie da stehen, das hier ist ein Sinus, das hier ist ein Cosinus, das hier ist der Tangens, und das hier ist der Kotangens. Und das funktioniert jetzt in der Reihenfolge G für Gegenkathete, A für Ankathete, H für Hypotenuse. Und wenn Sie sich das so merken, so wie hier, können Sie es eigentlich nicht mehr vergessen. Das einzige Problem an der Eselsbrücke ist, dass Sie vielleicht die Reihenfolge oder die Zeichnungen ein bisschen versauen. Aber versuchen Sie sich da zu merken, in der oberen Reihe Gaga, in der unteren Reihe Hoppel Hoppel AG und dann ist es die Reihenfolge Sinus, Cosinus, Tangens, Kotangens. Wo finden wir denn hier Gegenkathete, Ankathete und Hypotenuse in dieser Zeichnung? Das hier ist die Ankathete des Winkels Phi. Das hier ist die Gegenkathete des Winkels Phi. Das ist die Hypotenuse. Welche der Winkelfunktionen brauche ich? Was berechnet mir die? Und wie komme ich auf x' und auf y'? Wie komme ich auf x'? Ankathete durch Hypotenuse. Welche Winkelfunktion war das? Ja, Cosinus von Phi. Was ist die Ankathete? X'. Was ist die Hypotenuse? X. Völlig richtig. Und wenn ich mir das umbaue, dann ist mein X' gleich Cosinus Phi mal X. Und was war Gegenkathete durch Hypotenuse? Das war Sinus Phi. Was ist hier in der Zeichnung die Gegenkathete? Ja, Y'. Hypotenuse bleibt X. Und das jetzt umgeformt. Y' ist gleich
Sinus Phi mal x. Okay, behalten wir das im Kopf. Wir müssen uns jetzt noch um den gleichen Ansatz beginnend bei der y-Achse kümmern. Starten wir also von der y-Achse. Nehmen auch wieder unseren Punkt hier oben. Der befindet sich an y gleich 1. Denken Sie daran, die Skalierung ist hier ein kleines bisschen anders. Und auch den werden wir jetzt rotieren. Und auch den werden wir um 45 Grad gegen den Uhrzeigersinn, also mathematisch positiv, rotieren. Dann ist das diese Rotation hier bis da. Machen wir die Hilfslinie aus. Diese Rotation und dann ist das immer noch der Winkel Phi. So, was passiert? Wir kommen da anschließend auch wieder zu einem V0'. Wir haben begonnen an einem V0. Und wenn wir uns das jetzt auch wieder eintragen, was hier passiert, verlängern wir uns das ein kleines bisschen und kommen dann, das ist jetzt nicht ganz sauber gezeichnet, machen wir es mal, dieser Punkt kommt weg und der ist eigentlich genau an dieser Stelle, da sitzt mein V0. Dann können wir genau das gleiche wieder machen wie vorhin auch. Wir malen uns das Dreieck komplett fertig. Das interessiert uns ja. Hier an dieser Stelle haben wir nachher das Y'. An der Stelle haben wir das x'. Dann stellt sich wieder die Frage, über welches Dreieck reden wir? Wir reden über dieses Dreieck hier. Auch wieder mit einem ganz kleinen bisschen Abstand gemalt, damit man es erkennen kann. Das ist das Dreieck. Hier haben wir einen rechten Winkel. Diese Seite ist mein Y'. Diese Seite ist mein X'. Diese Seite war mein Y gleich 1. Das ist die Hypotenuse. Auch das können wir eintragen, nochmal zur Sicherheit oder zur Erinnerung. Das hier ist die Hypotenuse. Wo war der Winkel? Der Winkel war hier. Dieser hier, das ist mein Winkel Phi. Und dann reden wir hier über die Gegenkathete und an dieser Stelle über die Ankathete. Fangen wir mit dem x' an. Wir suchen also irgendwie das Verhältnis Gegenkathete zur Hypotenuse. Da steckt das x' drin. Welche Winkelfunktion war das? Ja, Sinus Phi. Und das ist in dieser Zeichnung x' durch y. Und auch das formen wir uns um, dann ist das x' gleich Sinus Phi mal y. Und das andere Verhältnis, was wir suchen, ist sicherlich Ankathete durch Hypotenuse. Welche Winkelfunktion war das? Cosinus Phi. Und das ist in dieser Zeichnung y' durch y. Und das ist umgeformt. Y' ist Cosinus Phi mal Y. Ist das denn tatsächlich die ganze Wahrheit an dieser Stelle? Man muss ein ganz kleines bisschen scharf hinsehen, um festzustellen, dass es das hier nicht ist. Und zwar ist das hier das Problem, das x'. Auf welcher Seite des Koordinatenursprungs liegt das denn? Auf welcher Seite der x-Achse? Das liegt im Negativen.
Und wenn wir hier über Seitenverhältnisse in Dreiecken reden, dann müssten wir hier korrekterweise in der Zeichnung an der Stelle noch Betragsstriche vorsehen. Denn wir haben ja hier nur Seitenlängen eingetragen und die Verhältnisse im Dreieck, die Seitenverhältnisse im Dreieck mit den Winkelfunktionen funktionieren so, erst einmal nur für Beträge der Seitenlängen, zumindest für das, was wir hier tun. Und wir müssen berücksichtigen, dass dieses x' hier oben natürlich ein negatives Vorzeichen braucht. Das sehen wir unten aus der Zeichnung. Dieser Punkt hier bewegt sich, grob gesagt, nach links. Der bewegt sich in den negativen x-Bereich. Der startet bei x gleich 0 und wird dann erstmal in x immer negativer. Und um das hier oben in der Formel klar zu machen, brauchen wir hier an der Stelle noch ein Minuszeichen vor dem Sinus. Und dieses Minuszeichen wird nachher, wenn wir es tatsächlich komplett in 3D machen, immer mal wieder auftauchen, aber immer an unterschiedlichen Stellen, je nachdem, für welche Achse wir das machen. Und jetzt bauen wir beides zusammen. Das war die Variante als wir von y begonnen haben. Das hier war das Ergebnis, als wir von x begonnen haben. Das bauen wir uns jetzt wieder in die Form Matrix mal Vektor. Wir fangen wieder von hinten an. Wir fangen an mit dem Vektor x, y. Den multiplizieren wir mit einer Matrix. Und da ist jetzt die Frage, was kommt da rein? Und das sehen wir in den vier Gleichungen, die wir uns hier gebaut haben. Erstmal die Frage, was soll rauskommen? Hinterher rauskommen soll mein transformierter oder in diesem Fall rotierter Punkt x'y'. Auch wieder geschrieben als Vektor. Und um das x' zu berechnen, brauchen wir einmal das hier und einmal das hier. Und das können wir jetzt eigentlich einfach nur durch Ablesen in die Matrix eintragen. Wir brauchen nämlich von unten Cosinus Phi mal x plus und jetzt von oben minus Sinus Phi mal Y. All das geht ins X' rein. Wenn wir uns jetzt das Y' bauen wollen, brauchen wir diese Zeile und diese Zeile. Und auch da brauchen wir einfach nur stumpf abzulesen. Wir haben im Y' Sinus Phi mal X und Cosinus Phi mal Y. Und das ist unsere zweidimensionale Rotationsmatrix. Und wenn wir die auf 3D erweitern, ist das die Rotation in der XY-Ebene. Und welche Achse bleibt dann noch frei? Natürlich die Z-Achse. Das ist die Rotation um die Z-Achse. Aber da müssen wir natürlich noch ein ganz kleines bisschen genauer hingucken, um zu sehen, was mit der verbleibenden Zeile und der verbleibenden Spalte der Matrix passiert. So sehen alle drei aus. Hier bei den Formeln müssen wir ein kleines bisschen aufpassen. Hier auf der Folie steht ein Alpha, wo vorhin in der Herleitung ein Phi stand. Das ist aber der einzige Unterschied. Wir haben die Rotation um x, die Rotation um y, die Rotation um z, alle als separate Matrizen. Die hier haben wir gerade eben schon mal gesehen. Ja, nicht ganz. Diesen Teil hier haben wir schon mal gesehen. Und wenn das die Rotation um die z-Achse ist, ist es, glaube ich, völlig klar, dass ich Positionen auf der Z-Achse nicht ändern. Und deshalb steht hier in der Z-Zeile, in der dritten Zeile, in der Zeile für die Koordinate Z und in der dritten Spalte, der Spalte für die Koordinate Z, natürlich nur die 1. Und diese 1 finden wir bei den anderen Rotationen auch wieder. Die finden wir bei der Y-Rotation, bei der Rotation um die Y-Achse hier
in der zweiten Zeile, der Y-Zeile und der zweiten Spalte, der Y-Spalte, wenn Sie so wollen. Und die 1 finden wir auch bei der Rotation um die X-Achse, nämlich hier oben in der ersten Zeile, ersten Spalte, also der X-Zeile, der X-Spalte. Die anderen 4 Einträge kommen Ihnen sicherlich von der Z-Rotation bekannt vor. Gucken wir genauer hin. Diesen Block hier finden wir 1 zu 1 bei der Rotation um die X-Achse wieder. Hier. Das ist genau die gleiche Anordnung, nur eben an der anderen Stelle, weil die 1 an der anderen Stelle steht. Bei der Rotation um die Y-Achse haben wir fast genau das Gleiche. Die 1 steht in der Mitte und es sind die 4 äußeren Einträge der Matrix frei. Was passiert? Das Cosinus Alpha steht nach wie vor links oben und rechts unten. Sinus Alpha steht auch rechts oben und links unten, aber das Minuszeichen hat seine Position geändert. Es steht immer noch vor dem Sinus, diesmal aber vor dem linken unteren. Und das ist eigentlich das Einzige, was Sie auswendig lernen müssen. Sie merken sich, dass die 1 an der Stelle steht, die irgendwie mit der Achse zusammenhängt, um die Sie drehen wollen. Dann merken Sie sich diesen Block als Anordnung, Cosinus, Sinus, Sinus, Cosinus. Den finden Sie überall wieder, Cosinus, Sinus, Sinus, Cosinus, aber auch bei der Z-Rotation, Cosinus, Sinus, Sinus, Cosinus. Und als drittes merken Sie sich das Minuszeichen. Wenn dieser Block zusammensteht, also bei der X-Rotation und bei der Z-Rotation, dann steht das Minuszeichen rechts oben. Wenn er auseinandergerissen ist, steht es links unten. Die letzte Operation, die wir uns angucken, ist die Scherung. Was passiert da? Wir haben hier nach wie vor unser Quadrat und das ist jetzt für die Vorstellung vielleicht aus einem elastischen Material. Wenn wir hier oben gegendrücken, und zwar in diese Richtung, und hier unten in diese Richtung gegendrücken, wird sich das Objekt gewissermaßen verformen. Und zwar folgendermaßen. So, es wird so schief. Und hier ist jetzt auch wieder wichtig, dass in diesem Beispiel der Ursprung genau in der Mitte liegt. Das ist aber auch wieder egal, wie das Objekt zum Ursprung angeordnet ist. Es ist vom Prinzip her immer das Gleiche. In dem Beispiel geht es einfacher mit dem Ursprung in der Mitte. Also, wenn ich oben und unten gegendrücke, in unterschiedliche Richtungen, einmal oberhalb vom Ursprung, einmal unterhalb vom Ursprung, deshalb hier in unterschiedliche Richtungen, dann verformt sich das Objekt so wie gezeigt. Und auch das gucken wir uns mathematisch an. Um die Scherung herzuleiten, gucken wir uns diesen Punkt an. Bei y gleich 3. Was machen wir mit dem? Den wollen wir scheren, und zwar in diese Richtung. Was wird passieren? Wo wird der landen? Der wird sicherlich nach der Scherung, zumindest in diesem Beispiel hier landen, als V0', so wie wir das bisher immer gehabt hatten. Und damit ist das hier natürlich unser V0, bei dem wir starten. Was sehen wir da dran? Wir sehen, dieser Punkt V0 hat sich nach rechts verschoben. Und zwar um ein Delta X. Dieses hier. Das ist ein Delta X. Und jetzt habe ich es gerade eben auch bewusst so gesagt, dass der sich verschoben hat. Man könnte ja auf die Idee kommen, das sieht genauso aus wie die Translation, also ist das eine Verschiebung und wir sind fertig mit der Nummer. Ganz so ist es nicht, wenn das hier tatsächlich eine Scherung ist und wir das tatsächlich als Scherung berücksichtigen und nicht als Verschiebung. Was bedeutet das? Wir dürfen hier nicht nur diesen einen Punkt Y0 betrachten, wir müssen auch ein bisschen drumherum gucken. Erweitern wir das Beispiel mal und lassen dieses Y0 am Ende einer Metallzunge stehen. Und die scheren wir jetzt nach wie vor nach rechts. Dann können wir uns hier diesen Punkt Y1, also diesen Punkt V1 an Y1 gleich 2 angucken. Wie wird der geschert? Und da hilft uns tatsächlich das Modell Metallzunge. Die malen wir uns nämlich mal fertig. Das ist dann diese hier, die gescherte Metallzunge. Und dementsprechend reden wir hier über diesen Punkt,
V1', und der erfährt eine Bewegung, diese hier. Die dann auch ein Delta X ist, diesmal aber ein Delta X1, während das erste ein Delta X0 war. Und dann nehmen wir uns noch einen dritten Punkt dazu, diesen hier, V2 an Y2 gleich 3. Wo landet der? Der landet hier als V2', und die Bewegung, die der vollführt, ist diese hier. Das ist dann nämlich ein Delta X2. Da kann ich mir natürlich angucken, wie groß sind diese Delta X jeweils. Und wenn ich hier in dieser Grafik einfach nur abzähle, ist das Delta X0 gleich 0,75, das Delta X1 gleich 0,5 und das Delta X2 gleich 0,25. Was kann ich jetzt damit tun? Das ist ja alles unterschiedlich, je nachdem, wo es ist. Ja, das wird auch so bleiben. Damit wir die Scherung aber beschreiben können, brauchen wir etwas, das an allen Stellen gleich ist. Und wie finden wir das? Mit einem bisschen scharfem Hinsehen kann ich herausfinden, dass das Delta X0 geteilt durch Y0 genauso groß ist wie das Delta X1, das hier war ein Y0, geteilt durch Y1, genauso groß ist wie das Delta X2 geteilt durch Y2. Die sind in dem Beispiel hier, nämlich alle 0,25, diese Verhältnisse. Und dieses Verhältnis nenne ich für das, was wir jetzt gleich machen, dx, y. Wie kann ich das interpretieren? Das D wird nachher mein Scherungskoeffizient. Warum D? Na, mir sind einfach die Buchstaben ausgegangen. Das S hatte ich ja schon für die Skalierung. Ich hätte jetzt gerne bei der Scherung auch ein S. Ist aber nicht mehr frei. Also der Übersicht halber wird das ein D. Vielleicht für Displacement, aber auch das ist ein bisschen schief. Eigentlich heißt es auf Englisch immer noch Shear. Nehmen wir hier in den Folien und in den Formeln für uns das D. Was steckt da drin? Da steckt, gekennzeichnet durch den Index, hier ein X drin. Was ist dieses X? Dieses X gibt mir die Richtung der Bewegung an. Und wenn ich mir das angucke, ist diese Bewegungsrichtung immer gleich bei diesen Beispielen. Die geht immer in die X-Richtung. Die Bewegung an sich, das Delta X0, X1, X2, ist immer unterschiedlich groß. Wovon hängt das ab? Wie groß das ist oder wie unterschiedlich groß das ist? Naja, das hängt hier von diesem Y ab. Und das ist sinngemäß in Abhängigkeit von. Also ist das der Scherungskoeffizient D in Richtung X in Abhängigkeit von Y. Und das müssen wir uns jetzt ein kleines bisschen umbauen, damit wir da nachher auch wieder eine Matrix von erhalten, nämlich unsere Scherungsmatrix. Und wie bauen wir uns das um? Wir bauen uns die Gleichung aus diesen Verhältnissen um, damit wir erstmal unser X' gebaut kriegen. Wie groß ist denn unser X', das Ergebnis der Scherung? Naja, und das ist, brauchen wir nur abzulesen, X plus Delta X. Und zwar gilt das für das X0, für das X1, für das X2, für sämtliche X, die ich hier benutze und die ich mit diesem Scherungskoeffizient in X-Richtung abhängig von der Y-Position schere. Um an das Delta X ranzukommen, muss ich mir die Brüche oben umformen oder die Gleichung oben umformen. Und dann sehe ich hier, das ist das gleiche wie ein X plus D,
in x-Richtung in Abhängigkeit von y mal y. Und jetzt ist bei der Scherung das Schöne, das gilt analog auch für mein y-Strich. Das können Sie sich gerne mal mit der Zeichnung bauen. Beziehungsweise Sie können das hier auch einfach ablesen, indem Sie an dieser Stelle hier und an dieser Stelle hier einfach mal x und y tauschen. Dann werden Sie sehen, kriegen Sie genau das Gleiche raus von der Struktur der Formel. Also mein y-Strich ist dementsprechend y plus Delta y. Und auch da analog umgeformt zu oben, das ist y plus Scherungskoeffizient in y-Richtung in Abhängigkeit von der x-Position mal der x-Position. Und das können Sie sich jetzt in eine Scherungsmatrix umbauen, wenn Sie ein bisschen scharf hingucken. Was wollen wir nämlich machen? Wir brauchen als Ergebnis nachher sicherlich den folgenden Vektor. X' Y'. Den hier. Was ist das? Das schreiben wir unten rechts ab. Das X' ist mein X plus D in X-Richtung in Abhängigkeit von Y mal Y. Und das Y' steht unten rechts y plus d in y-Richtung in Abhängigkeit von x mal x. Das ist auch ein Vektor. Und diesen Vektor kann ich mir jetzt schreiben als Matrix mal Vektor. Was geht rechts in den Vektor rein? Natürlich mein Ausgangs x und y. Was wird in der Matrix stehen? Vier Einträge. Diese hier. Und die bauen wir uns jetzt durch die Matrixmultiplikation, die wir im Kopf durchführen können, rückwärts aus dem Ergebnis. In der ersten Zeile meines Ergebnisvektors. Wie viele x stehen da drin? Logisch, 1. Wie viele y stehen da drin? Dxy. In der zweiten Zeile auch einfach wieder durch Ablesen. Wie viele y stehen da drin? 1. Und wie viele x habe ich da drin? Dyx Stück. Und damit haben Sie sich im Endeffekt aus der Zeichnung mit dem Strahlensatz, das hatte ich gerade unterschlagen, die Scherung gebaut. Auch hier haben Sie in der Herleitung die Matrix für 2D gesehen. Hier ist sie erweitert für 3D. Das Prinzip ist nachher genau das gleiche. In der Matrixzeile für die x-Koordinate, also die erste Zeile, stehen die Ds mit der zugehörigen Richtung. Das hier ist das D für die x-Richtung. Auch das hier ist ein D für die x-Richtung. In der zweiten Zeile, also der y-Zeile, steht auch das D für die y-Richtung und noch ein D für die y-Richtung. Und in der dritten Zeile stehen dann die Ds für die z-Richtung. Hier das erste dz für die z-Richtung und hier das zweite dz für die z-Richtung. In den Spalten der Matrix stehen die Ds für das in Abhängigkeit von. In der ersten Spalte stehen die Ds für die Scherung in Abhängigkeit von x und in Abhängigkeit von x. In der zweiten Spalte, also der y-Spalte, stehen die beiden Ds für die Scherung in Abhängigkeit von y, einmal das hier und einmal das hier. Und in der dritten Spalte, der z-Spalte, stehen die Ds für die Scherung in Abhängigkeit von z, dieses hier und dieses hier. Also kurz gesagt, die Zeile gibt die Richtung der Scherung an, die Spalte die Abhängigkeit von der jeweiligen Position. Der Position in x, der Position in y, der Position in z. Fassen wir das zusammen. Wir haben die Translation, wir haben eine Skalierung, wir haben eine Scherung.
Und wir haben die Rotation in drei Ausprägungen: Rotation um X, Rotation um Y, Rotation um die Z-Achse. Was fällt Ihnen auf? Die Translation ist ein Sonderfall. Das wäre jetzt völlig in Ordnung, wenn es nicht absolut unkompatibel zum Rest wäre. Und auch das müssen wir uns mathematisch noch mal ein bisschen angucken, warum das unkompatibel ist. Warum ist das mit der Translation nun ein Problem? Ich kann doch relativ simpel schreiben, mein V' ist gleich V plus T. Lassen wir die Vektorpfeile weg an dieser Stelle. Im Druck würde ich die ohnehin aufrecht und fett schreiben. Und da wir uns hier über Vektoren unterhalten, ist es, glaube ich, sowieso sonnenklar, was passiert. Großbuchstaben sind dann gleich Matrizen. So, das ist kein Problem für sich genommen. Was ich aber auch machen möchte, ist zu sagen, V' ist gleich Skalierungsmatrix mal Ausgangsvektor. Und was kann ich damit machen? Dann kann ich doch auch sagen, okay, ich habe meinen Ausgangsvektor, den skaliere ich erst, dann rotiere ich das Ergebnis um x und anschließend schere ich das Ergebnis. Was kann ich jetzt machen? Klar, ich erhalte mein V'. Ich kann mein V' jetzt aber auch schreiben als Gesamtmatrix mal V. So dass ich im Endeffekt diese Multiplikation oder dieses Produkt der Matrizen zusammenfasse in mein M. Das M kann ich dann auf die Grafikkarte hochladen und habe lediglich eine Matrix, die ich benutzen muss. Was ist jetzt hier passiert? Nochmal ganz wichtig der Hinweis, welche Matrix wirkt zuerst auf den Vektor? Erstens wirkt die Skalierungsmatrix. Das Ergebnis aus Skalierung mal Vektor wird dann als zweites rotiert und als drittes geschert. Warum ist das so? Weil ich hier diese Klammern setzen kann. Eine andere Möglichkeit habe ich nicht, wenn ich mit Spaltenvektoren arbeite. Und das ist das, was ich bisher implizit immer vorausgesetzt habe. Was ist ein Spaltenvektor? Ein Spaltenvektor ist ein x, y und ein z. Der muss bei der Matrizenmultiplikation oder bei der Multiplikation mit einer Matrix, muss der rechts von der Matrix stehen. Ansonsten können Sie nicht Zeile mal Spalte rechnen und bekommen wieder einen Spaltenvektor raus. Ich schreibe es mal ran, das ist ein Spaltenvektor. Und im Gegensatz dazu haben wir auch einen Zeilenvektor. Das wäre der Vektor x, y, z so geschrieben. Damit kann ich auch arbeiten. Der müsste links von einer Matrix stehen, damit ich Zeile mal Spalte rechnen kann und wiederum einen Zeilenvektor rausbekomme. Wir wollen mit Spaltenvektoren arbeiten, weil das vielleicht die Schreibweise ist, die Ihnen geläufiger ist. Das ist auch die Schreibweise, die Sie eigentlich häufiger in Büchern finden. Okay, deshalb Matrix links, Vektor rechts. Okay, das zeigt uns aber immer noch nicht, warum das ein Problem mit der Translation ist. Bleiben wir bei dem Beispiel von gerade. Nehmen wir wieder die Matrix M mal V, also im Endeffekt das Produkt. Jetzt brauche ich ein kleines bisschen Platz. Dieses Produkt. Den Vertex V skaliere ich zuerst, rotiere ihn dann um x und anschließend wird der geschert. Jetzt mache ich mal eine Klammer, damit ich sage, das mache ich zuerst. Wenn ich dieses Ergebnis verschieben möchte, wie kann ich das im Moment nur tun? Nochmal zur Erinnerung, das hier oben war die Translation bisher. Das ist die Skalierung. Und so weiter. Wie kriege ich den jetzt verschoben? Wenn ich mir dieses Produkt unten angucke, d mal rx mal s mal v, ja, das Ergebnis kriege ich im Moment nur verschoben, indem ich hier ein plus t rechne, plus die Verschiebung. Was passiert, wenn ich das Ergebnis wieder skalieren möchte? Ja, ich nehme das Ergebnis,
und skaliere das jetzt mit einer Skalierungsmatrix 2, dann war das die Skalierungsmatrix 1. Und ich denke, jetzt ist das Problem offensichtlich. Das hier liefert mir zwar immer noch ein V-Strich, das ist jetzt ein anderes V-Strich als vorher, deshalb vielleicht V2-Strich. Das kann ich jetzt aber nicht mehr schreiben als Matrix mal V. Weil ich das hier, diesen Teil hier und das nicht gemeinsam in dieses M zusammenfassen kann. Und das möchte ich gerne machen, damit ich so flexibel wie möglich mit meinen Transformationen bin, die in beliebiger Reihenfolge anwenden kann, die alle zusammenrechnen kann, die Transformation, und nachher als eine Matrix auf die Grafikkarte hochladen. Also brauchen wir für die Translation eine andere Darstellung. Und dazu würde ich von Ihnen gerne wissen, was das bedeutet. Vielleicht ist die Frage falsch gestellt. Das hier ist natürlich ein Vektor. Aber was wurde vereinbart? Wie wollen wir diese Schreibweise verstehen? Und vielleicht erinnern Sie sich da noch an den Schulstoff, wenn es bei Ihnen im Schulstoff dran war. Gucken wir mal. Vereinbarungsgemäß bedeutet es das hier. Wir haben drei Einheitsvektoren. Diesen, diesen und diesen. Diese Einheitsvektoren geben mir Raumrichtungen an, und zwar Raumrichtungen meines Koordinatensystems. Und davor stehen als Faktoren das Vx, das Vy und das Vz. Und dann bedeutet diese Schreibweise, hier als Block zusammengeschrieben, als Vektor zusammengeschrieben, gehe den ersten Wert an Schritten in diese Richtung, gehe anschließend den zweiten Wert an Schritten in diese Richtung und gehe zuletzt den dritten Wert an Schritten in diese Richtung. Und das werden wir uns jetzt ein bisschen auseinanderbauen und zunutze machen, um dann bei einer anderen Darstellung für die Translation zu landen. Damit wir die Translation als Matrixoperation ausdrücken können, müssen wir uns etwas bauen, was sich in seiner vollen Form nachher homogene Koordinaten nennt. Keine Sorge, wir werden das nicht aus Sicht der homogenen Koordinaten herleiten. Wir werden uns nur den Teil angucken, der für die Translation zuständig ist oder den wir für die Translation brauchen. Alles andere für den Moment unter den Tisch fallen lassen, auch alle anderen Eigenschaften für den Moment unter den Tisch fallen lassen. Haben dann aber was, womit wir die Translation ausdrücken können und einen anderen Teil der homogenen Koordinaten, andere Eigenschaften der homogenen Koordinaten, gucken wir uns dann später im Projektionsteil an. Ist vielleicht mathematisch nicht ganz haltbar, was wir hier tun. Es funktioniert aber und es bildet genau das ab, was wir an der Stelle brauchen. Wo sind wir auf der Folie stehen geblieben? Da waren wir bei dem Vektor x, y, z. Und das war vereinbarungsgemäß, ich lasse ein bisschen Platz, den brauche ich gleich. Das war vereinbarungsgemäß ein Skalar x mal erster Basisvektor plus ein Skalar y mal zweiter Basisvektor plus mein Skalar z mal dritter Basisvektor. Und das sind alles Einheitsvektoren mit der Länge 1. Wenn ich die Translation mit Mitteln, die wir bis hierhin kennen, baue, kommt hier jetzt ein plus t hinzu. Und dementsprechend natürlich auch auf der anderen Seite ein plus t. Wie oft steht dieses plus t jetzt auf der rechten Seite? Genau einmal. Und damit haben wir auf der rechten Seite eine Struktur, die immer wieder Skalare enthält, diese hier, und die hier immer wieder Vektoren enthält. Und von daher
sind das jetzt vier Pakete, die hier entstanden sind, im Format Skalar mal Vektor. Und da müssen wir gucken, wie wir das mit Hilfe einer Matrix geschrieben kriegen. Damit wir das sehen, schreiben wir uns das ein kleines bisschen um. Wir machen die Vektoren jetzt hier mal tatsächlich explizit rein. Und zwar, das Skalar x bleibt erhalten. Und dann haben wir hier den Vektor ex1, ey1, ez1. Das wird multipliziert plus mein y und den Vektor ex2, ey2, ez2. Auch das multipliziert plus z mal den Vektor ex3, ey3, ez3 plus einmal den Vektor tx, ty, tz. Und da Sie ja hoffentlich ein bisschen Training haben, mittlerweile in der Rechnung Matrix mal Vektor, Zeile mal Spalte, können Sie sich das sicherlich umbauen in Matrix mal Vektor, und zwar folgendermaßen. Eine Matrix, ex1, ey1, ez1 in der ersten Spalte, ex2, ey2, ez2 in der zweiten Spalte, ex3, ey3, ez3 in der dritten Spalte, tx, ty, tz in der vierten Spalte. Da ist die Matrix zu Ende. Mal den Vektor x, y, z, 1. Eine dreizeilige Matrix mit vier Spalten multipliziert einen Vektor mit vier Zeilen. Das funktioniert wunderbar. Was kommt raus? Logisch, ein Vektor mit drei Zeilen, x', y', z'. Und an der Stelle sind wir fast da. Das Problem ist jetzt allerdings, ich stecke einen vierzeiligen Vektor rein und bekomme einen dreizeiligen Vektor raus. Was möchte ich rausbekommen? Ich möchte einen vierzeiligen Vektor rausbekommen. Der soll unten auch eine 1 haben. Warum soll der unten auch eine 1 haben? Ganz einfach, damit ich ihn hier an dieser Stelle wieder benutzen kann. Ansonsten wird er da ja gar nicht reinpassen. Die 1 muss er haben, weil die 1 hier oben drin steht. Ansonsten funktioniert das System nicht. Okay. Und dann ist jetzt natürlich die Frage, wie bekomme ich diese 1 produziert? Was muss ich in der Matrix ergänzen? Was ich tun muss, um mir eine vierte Zeile im Vektor zu bauen, ist, ich muss der Matrix eine vierte Zeile spendieren. Ansonsten kann ich diese vierte Vektorzeile gar nicht bekommen. Das heißt, ich muss mir hier eine Zeile ergänzen, die dann wiederum diese gesamte Spalte multipliziert, um diesen einen Wert, diese 1, nachher zu berechnen. Und wie mache ich das? Diese doppelt unterstrichene 1 rechts, wie viele x enthält die? Gar keins. Wie viele ys enthält die? Gar keins. Wie viele z's enthält die? Gar keins. Wie viele Einsen enthält die? Eine. Wo kommen die x, die y, die z und die 1 her? Die kommen hierher.
Und die Faktoren, die ich gerade davor geschrieben habe, sind diese. Und wenn Sie diese Zeile mit der markierten Spalte multiplizieren, erhalten Sie jetzt eine 1. Damit haben wir unsere Matrix nun auch passend ergänzt um genau eine Zeile und haben unsere Translationsmatrix erhalten. Fast. Wir haben fast unsere Translationsmatrix erhalten. Wir kriegen unsere Translationsmatrix, wenn wir uns über die Basisvektoren, diese E's, Gedanken machen. Und die sollten wir jetzt noch eintragen. Und dazu schreibe ich diese Matrix jetzt nochmal neu auf. Das ist diese Matrix hier, die hier in der Spalte den Einheitsvektor, Einheitsbasisvektor 1 an dieser Stelle enthält. Ich habe den Bereich jetzt mal durch senkrechte Striche kenntlich gemacht. Das ist ein Spaltenvektor, der in der Matrix steht, die den Einheitsvektor 2 an dieser Stelle in der Matrix stehen hat, die den Einheitsbasisvektor 3 an dieser Stelle in der Matrix stehen hat und die mein Tx, Ty, Tz an der Stelle stehen hat und die unten in der letzten Zeile 0001 stehen hat, mal x, y, z, 1. Gleich x', y', z', 1. So, damit kann ich mir hier oben Platz machen, kann diese E's einfach mal rausschmeißen und habe dann Platz, die Basisvektoren tatsächlich einzutragen. Was sind denn die Basisvektoren? Der erste Basisvektor ist meine Koordinatenachse x. In welche Richtung zeigt die? Einmal in x-Richtung, gar nicht in y-Richtung, gar nicht in z-Richtung. Der zweite Basisvektor ist die y-Achse. Die zeigt gar nicht in x-Richtung, einmal in y-Richtung, gar nicht in z-Richtung. Und die letzte Achse, die ich brauche, um meinen Basisvektor E3 zu bauen, ist die z-Achse. Die zeigt gar nicht in x, gar nicht in y, aber einmal in z. Und damit haben wir jetzt hier an dieser Stelle unsere Translationsmatrix stehen. Und wenn wir das einmal ausrechnen, das hier an dieser Stelle tatsächlich mal Zeile mal Spalte rechnen, dann haben wir einmal x plus kein y plus kein z plus tx da stehen. Also x plus tx. In der zweiten Zeile haben wir 0 mal x, einmal y plus kein z plus ty mal 1, also plus ty. In der dritten Zeile haben wir kein x, kein y, ein z plus einmal tz und in der vierten Zeile 0x, 0y, 0z, eine 1, wieder eine 1. Damit haben wir da hier tatsächlich genau das stehen, was wir bei der Translation haben wollen. Was wir zusätzlich noch brauchen, ist die Translation von Vektoren. Und das werden wir im nächsten Teil nutzen können, wenn wir uns über Normalen unterhalten. Und wenn Sie dann Normalen transformieren, nehmen wir uns eine Translationsmatrix 1, 0, 0, tx, 0, 1, 0, ty, 0, 0, 1, tz, 0, 0, 0, 1, Translationsmatrix. Und die wollen wir jetzt auf den Vektor x, y, z loslassen und wir müssen uns gleich mal überlegen, was da unten dann passiert. So, die Multiplikation und das soll jetzt gleich irgendetwas sein. Wichtig hierbei, deshalb schreibe ich das ran, das hier ist ein Punkt, den ich verschieben möchte. Ausgangspunkt war ja ein Vertex, den ich verschieben möchte, damit ich mit mehreren Vertices, die ich verschoben habe, mir ein verschobenes Objekt baue. Das hier soll jetzt tatsächlich einfach nur ein Vektor sein. Kein Ortsvektor wie oben beim Punkt, sondern einfach der klassische Vektor im Raum.
Frage: Hat er eine Position? Antwort: Nein. Was passiert mit dem Vektor, wenn ich ihn verschiebe, wenn er keine Position hat? Antwort: Er bleibt gleich. Das heißt, ich muss hinterher hier auch wieder ein xyz rausbekommen. Und da müssen wir jetzt gucken, wir multiplizieren erste Zeile mal Vektor. Ein x kommt im Ergebnis an, plus 0y plus 0z. Wir dürfen jetzt aber das tx, dieses tx, hier im Ergebnis nicht sehen. Wie schaffen wir das? Indem wir das hier unten an dieser Stelle mit einer 0 multiplizieren. Gucken wir, ob das für die anderen Zeilen auch noch funktioniert. Nächste Zeile, 0x plus 1y plus 0z plus ty mal 0, ja, ergibt mir nur das y. Dritte Zeile, 0x plus 0y mal plus 1z plus tz mal 0, ergibt mir nur das z, passt also. Letzte Zeile, 0x plus 0y plus 0z plus eine 0, ergibt mir also hier hinten eine 0. Ich bekomme also auch wieder einen Vektor raus. Ich bekomme hier oben einen Punkt raus und die Unterscheidung ist tatsächlich in der vierten Koordinate beim Punkt eine 1, beim Vektor eine 0. Und diese 1 oder 0 können Sie sich, wenn Sie so wollen, als Schalter vorstellen, verschiebbar oder nicht, oder als Schalter Punkt oder nicht. Und wenn wir das jetzt nutzen, können wir dieses Quadrat hierhin verschieben. Ebenfalls mit der Operation Matrix mal Vektor und haben diese Translationsmatrix dafür zur Verfügung. Wenn wir das jetzt zusammenfassen, passt alles zueinander. Die Schreibweise ist immer in allen Fällen Matrix mal Vektor. Der Vektor bezeichnet immer wieder den Vertex, der transformiert werden soll, der verschoben werden soll, der skaliert werden soll, der geschert werden soll oder der rotiert werden soll. Und wenn ich zu diesem Vektor nach links eine Matrix multipliziere, auf die linke Seite dieses Vektors eine Matrix multipliziere, erhalte ich den transformierten Vektor für alle Transformationen. Damit kann ich die Transformationen zusammenfassen und als eine Gesamtmatrix auf die Grafikkarte laden. Was habe ich Ihnen erzählt? Ich habe Ihnen die Translation, die Rotation, die Skalierung und die Scherung vorgestellt. Und wir haben uns einen ganz, ganz kleinen Teil von den homogenen Koordinaten angeguckt, um daraus eine Matrixform der Translation zu bauen.